Mit einer Nilkreuzfahrt wollen wir das Reich der Pharaonen näher kennenlernen. Uns erwartet eine 5000 Jahre alte Geschichte, die Ägypten zum größten Freilichtmuseum der Welt gemacht hat. Die Kreuzfahrt bringt uns von Luxor stromaufwärts nach Assuan und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Eine Woche lang werden wir unterwegs sein und dabei die berühmten Tempel von Esna, Edfu, Komombo und Abu Simbel kennenlernen. Der Flusslauf von Luxor bis Assuan ist etwa 300 Kilometer lang. Wir gehen an Bord der MS Leonardo da Vinci. Das First-Class-Schiff mit ausgewähltem Service besitzt allen möglichen Komfort. Von der Rezeption führt eine großzügige Freitreppe zu den drei Passagierdecks mit 70 Kabinen. Außerdem gibt es noch ein Sonnendeck mit Swimmingpool und ein Restaurantdeck. Nach unserem Ausflug auf die Westseite des Nils und der Besichtigung im Tal der Könige werden wir am Nachmittag die Stadt Luxor verlassen. Uhr. Alle Mann an Bord. Leinen los. Eine Kreuzfahrt von Luxor nach Assuan ist eine komfortable Möglichkeit, die antiken Bauwerke der Pharaonen entlang des Nils kennenzulernen. Während der Fahrt kann man den Luxus des Kreuzfahrtschiffes genießen und auf dem Sonnendeck erholsame Stunden verbringen. Eine Reise nach Ägypten, vor allem Flussfahrten auf dem Nil, gehörten bereits im 19. Jahrhundert zu den beliebtesten Reisen der gut betuchten Touristen. Heute ist eine Nilkreuzfahrt für jedermann erschwinglich. Man gleitet vorbei an fruchtbaren Feldern und Palmwäldern. Und schon wenige Kilometer weiter reicht die Wüste bis ans Ufer. Kontrastreicher kann eine Landschaft kaum sein. Im Schatten der Palmen stehen die ursprünglichen Dörfer, in denen das Leben wie in alten Zeiten abläuft. Durch das Wasser des Nils hat sich ein bis zu 25 Kilometer breiter Grünstreifen gebildet, der seit jeher als zentraler Mittelpunkt Ägyptens gilt. Denn Wasser bedeutet Leben. Hinter den fruchtbaren Flussufern erstreckt sich die unendliche Wüste, die 96% der Gesamtfläche Ägyptens einnimmt. Am linken Flussufer Richtung Edfu qualmen die Ziegelfabriken. Nilschlamm zu brennen ist verboten, seit der Assuan-Staudamm 90% der Ablagerungen zurückhält. Heute werden die Steine aus Ton hergestellt. Und hier das Reich der Pharaonen 2000 Jahre nach Christi. Eine friedliche Ruhe liegt auf dem Wasser. Die Dörfer am Ufer ziehen an uns vorüber und wir genießen das exotische Flair der malerischen Flusslandschaft. Die Kreuzfahrt auf dem Nil gehört zu den Höhepunkten unserer Ägyptenreise. Seit der Nil durch den Assuan-Staudamm geregelt ist, gewinnen die Felachen durch Sandaufschüttungen bis an den Rand des Stroms neues Land. Tiefe Bewässerungsrinnen durchziehen die neuen Felder. Langsam bricht die Dämmerung herein und eine friedvolle Stimmung breitet sich über den Dörfern aus. Das Tagwerk auf den Feldern ist vollbracht und die Felachen suchen ihre Behausungen auf, denn der Sonnenuntergang steht bevor.
Auf der Ostseite grenzt die Wüste direkt an den Nil. Schon nach 5 Uhr am Nachmittag verabschiedet sich die Sonne. Doch die sanfte Dämmerung dauert lange. Pfirsichfarben leuchtet das Abendrot, geht bald ins Violett über und lässt die Flusslandschaft im goldenen Licht erstrahlen.